Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Together mit meinem lieben Cousin, der Christmas Train. Er ist wieder da. So, ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, weil ihr das, also weil das eben so geklungen hat in der ersten Aufnahme. Weil da man mich kaum verstanden hat. Jetzt schrei ich hier rum. Genau. Man hat dich echt ein bisschen leise verstanden, deswegen redest du ein bisschen lauter. Und da passt es schon. ja. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Also einen haben wir noch. Ach so, ich muss dich auf den neuesten Stand bringen. Wir haben einen Käse gefunden. Scheiße, ehrlich? Ein Käse. Der riecht ein bisschen streng, steht da. Ja, ich riech's bisher. Ja, voll schlimm, gell? Und ja, hier komme ich jetzt irgendwie noch nicht so weiter, ganz ehrlich. Und dann gehen wir wieder zurück. Ach ja. So geht's auch. Warum nicht? Warum nicht, ne? Laden wir das Ganze nochmal. Der Christmas Train. Lara nicht. Oh. Danke. Die läuft einfach ohne, dass ich irgendeine Taste drücke. Kannst du dir das vorstellen? Und hier drin habe ich nämlich den Käse gefunden, gell? Ja. Und die Suppe und... Oh, den kann man auch mitnehmen. Wusste ich gar nicht. Okay. Da hat man eine große Tasche dabei. Ja, in dem kleinen Rucksack, ne? Übernachten mit den Frauen. Schlimm, schlimm, schlimm. Da können die Taschen nicht groß genug sein, gell? Ja. Mich würde echt mal interessieren, was ich damit soll mit dem ganzen Zeug. I'm not hungry. Lara will's nicht essen. Okay. Oh, ich hab vergessen, ja, ein bisschen lauter zu reden. Stimmt, red mal ein bisschen lauter, Junge. Sonst versteht man dich nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen wieder auf das Dach von dem Zug kommen. Jetzt verstehe ich. Ich hab's kapiert. Hier ist nämlich ein Zeithebel, den habe ich vorhin entdeckt, wo du weg warst. Und da öffnet sich kurzzeitig hier oben diese Fallluke an der Decke, glaube ich, nicht. Vergiss es. Vergiss es. Weil hier ist ein Zeithebel, siehst du das, und irgendwas macht der und ich weiß nicht was. Weil die geht gleich wieder zurück. Ah, ich check's, weil hier die Sicherung noch nicht drin ist. Ich hab's kapiert. Na, dann sind wir uns ja einig. Ja. Nur ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Aber das finden wir raus, oder? Ja, durchaus. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ich kann hier hochklettern. Nicht? Doch. Wahrscheinlich das Seil noch mitnehmen. War mir klar. Was ist das? Rope. A long rope. Was ist ein Rope? Das ist eine schöne, schöne Beschreibung. Hä, weißt du nicht, was ein Rope ist? Nee, ich weiß, also wahrscheinlich ein Seil oder so, oder? Ja. Auf Englisch halt, ne? Hätte man sich jetzt so erschließen können, ein bisschen. Vielleicht. Und vielleicht kommt hier der Schlüssel rein. Nein. Nein. Doch. Ich will den Schlüssel da jetzt reintun. Was steht denn da? GN Entry Useless Key. Was heißt denn useless? Nutzlos? Ja. Ich habe doch jetzt nicht im Ernst einen nutzlosen Schlüssel gefunden. Das war doch der, den du da bei der Eisenbahn gefunden hast, ne? Ich glaube schon. Ja, genau. Ich hasse es, wenn PC-Spiele mich verarschen. Ja, ein vollständig nutzloser Schlüssel ist das. Ja, ich lade das nochmal. Jetzt sind wir wieder oben drauf. Ach komm, wir gehen nochmal zum Anfang vom Zug zurück. Vielleicht kommen wir da weiter. Ne? Was ist das da unten? Noch ein Schlüsselloch. Das probieren wir auch gleich aus. Ja, was ist denn das eigentlich für ein... Verdammt, was soll ich jetzt sagen? Blöd gelaufen. Was wolltest du sagen? Das weiß ich gerade selber nicht. Das kenne ich auch. Was labern und hat schon wieder vergessen. Ja. Es geht nicht nur dir so. Na, sehen sie. Du. Wie sie sehen können, sehen sie nix. Richtig, wie sie sehen sie nix. Und mit diesem Block checke ich immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ach, da bin ich rübergekommen. Doch, ich hab's kapiert. Alles ist gut.
Du musst es ja auch nicht kapieren, nur ich muss es kapieren. Ja, sorry, du Mann. Lara ist hier das Model, verwechsel das nicht. Hier komme ich wieder nicht zurück. Egal. Und das Schwarze, was ich vorhin als Kacke bezeichnet habe, das ist der Hut von dem Schneemann, der da unten ab und zu mal vorbeikommt. Der Hut von dem Schneemann? Ja. Ah, okay. Aber kein Jaggy-Hut. Jaggy ist mein Freund. Familien-Insider. Ja, ja. Ui, ach, was ich dir noch erzählen wollte. Wir haben nämlich früher, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal irgendwann erzählt habe, wir haben der Oma immer mal so Streiche und so gespielt früher, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Ihr Biester. Genau. Ihr Biester, ihr Biester. Ja, komm, erzähl. Was wollte ich erzählen jetzt? Achso, wir haben nämlich früher immer, wo wir noch ganz klein waren, bei der Oma geschlafen. Und da lagen wir mal, also wir lagen immer in so einem Bett, in so einem Doppelbett drin. Und da war so ein brauner Fleck drauf. Kannst du dich erinnern? An was kann ich mich erinnern? Auf der Bettdecke war so ein brauner Fleck oder auf dem Bezug. Und das fandest du... Das Dumme ist, genau immer, wenn du diese Wörter aussprichst, hängt es gerade bei mir. Es hängt bei dir, okay. Es war ein brauner Fleck auf der Bettdecke. Verstanden? Und da hast du damals dran gerochen. Weißt du das noch? Und da bist du aufs Klo gesprungen und hast so gekotzt. Also erst hast du so getan und dann hast du wirklich gekotzt. Ein Fleck aus der Bettdecke. Das haben wir uns auch gefragt. Und hast du halt dran gerochen? War bestimmt der Daniel. Der bestimmte Daniel. Da unten liegt was, ich hab's gesehen. Und da hast du doch dran gerochen und du hast gekotzt dann in Wirklichkeit noch. Ach, da ist ein Secret noch. Toll, stell mich halt bloß in aller Öffentlichkeit. Ja, und das Beste war ja, dann da kam die Oma hoch. Und die hat doch... die kam doch dann rein. Und dann hat die gefragt, hat jemand von euch gekotzt? Und wir dann so, nö. Und die Oma dann, ach, das war bestimmt bei Williams. Weißt du das noch? Ja, das hat aber meine Mutter gesagt. Die hatte ja extra angerufen, weil sie es gehört hatte. Ja, stimmt, die hat es von drüben vom Nachbarhaus gehört. Ja, dachte ich mir, oh, was haben die von Ohren, ey. Ja, und dann waren es die anderen Nachbarn angeblich, die dann da gereiert haben, ne? Ja, ja, klar. Aber ich würde sagen, wir wechseln mal das Thema. Weil das ist ja nicht so ein tolles Thema. Ja, vor allem sehr informativ. Ja, das hat nur gestern der Daniel wieder rausgegraben, die Story. Hey, das, wie soll ich mich da nicht dran... Bist du noch da? Hallo? Dieser Moment, wenn du auf dein Kabel vom Headset trittst und damit fast einen halben PC rausreißt. Ach so, auch nicht schlecht. Ja, ja, wie Sie sehen, komme ich nicht weiter. Das ist jetzt hier das eigentliche Problem. Kann man bei dem Spekulatius-Fließband vielleicht was machen? Guck mal, das sieht aus wie diese Weihnachtsmann-Maschine von Weihnachtsmann und Coca-G. Ja, ja, hatte ich mich vorhin auch dran erinnert. Das checke ich jetzt erst. Mensch. Ich guck gerade mal, ob ich irgendwas kombinieren kann. Wir haben so viele Sachen und keine Ahnung, was tun, ne? Das hier ein bisschen das Problem. Keine Ahnung von nichts. Ich würde sagen, wir probieren erstmal herauszufinden, was dieser Zeitschalter bewirkt. Viel kann der, also das kann nicht weit weg sein, weil der ja sofort wieder hochgeht. Guck, der ist schon wieder oben. Weit kommt man so nicht. Das heißt, hier in der Umgebung muss irgendwas passiert sein. Siehst du auch so, oder? Ja, klar. Ist klar. Und jetzt müssen wir schnell gucken. Ist irgendwas passiert? Ich wüsste nichts. Ich check den Hebel nicht. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht irgendwie. Kennst du das, wenn man sich verarscht fühlt? Von Spielen. Ja, also durchaus. Also, wenn sie dich so halt mal richtig fest an, ich sag jetzt mal, oh, tut mir leid, an Eiern gepackt haben. Ich komme nicht weiter. Ich würde sagen, ich lese das mal nach
Und dann sehen wir uns hier gleich an dieser Stelle wieder, ne? Ich unterbreche das gerade mal. Jetzt willst du unterbrechen. Anders belegt. So, ich bin wieder da. Nicht müde sein. Wir können diesen Tiger ziehen, siehst du? Wie ich gesagt habe, aber es hat nicht funktioniert. Aber es ist leider nur ein Secret. Deswegen hebe ich jetzt das Secret. Oh, ich habe was gesehen. Ich nicht. Wie blind sind wir eigentlich? Guck mal, da ist ein Hebel. Wir sind so bescheuert. Also ziehen wir mal den Hebel. So. Und jetzt öffnen wir diese Tür. Was uns wahrscheinlich nichts bringt. Oder können wir jetzt den Schlüssel einsetzen? Nö. Okay, das hat uns jetzt leider doch nichts gebracht. Ja, finde ich auch doof. Und vergessen nicht laut zu reden, ne? Entschuldigung! Sehr gut. Ich gehe nochmal offscreen, weil ich jetzt die Lösung weiterlese, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich wieder offscreen. Nee, bist du nicht. Die Aufnahme läuft noch. Oh, das war Fail. Ich habe nämlich meine Tasten falsch belegt. Und deswegen muss ich jetzt W statt C drücken. Weil es bei Indiana Jones, das muss ich kurz erklären. Ich spiele ja gerade Indiana Jones und der Turm von Babel. Und da ist die Griechentaste auf C. Und ursprünglich war meine Unterbrechungstaste für die Aufnahmen die Taste C. Und da habe ich immer, wenn ich kriechen wollte, dann das Spiel unterbrochen. Das wollte ich gar nicht. Deswegen habe ich es auf W gelegt. Das heißt, ich spiele nicht mit WASD. So, ich glaube, ich habe die Lösung kapiert. Ich glaub's. Also mit der Katze hat's nichts zu tun. Wir brauchen nämlich diesen komischen Stock, glaube ich. Den da. Den Broomstick. Und, glaube ich, hier diesen Haken raus zu. Dingsen. Cool. Funktioniert hervorragend, ne? Ja. Aber hier steht doch in der Lösung. Ach nee, doch nicht. Gehen Sie auf die nördliche Tür und sehen eine Aufnahme im Westen und einen Haken in der Ostwand. Verwenden Sie das Pendel als Brechstange. Wo kriege ich denn das Pendel her? Ziehen Sie den Schalter und es setzt sich irgendwann ein Plan. Plan. Gehen nach Orden und nehmen Sie einen kleinen gelben Sicherung von oben aus einem Schrank. Gehäuse, Schlüssel für den dritten Wagen. Gehen nach Norden und holen einen Nutzlosschlüssel aus der Modell. Bahntabelle. Was für ein Schwachsinn. Gehen Sie auf die nördliche Tür und sehen eine Aufnahme im Westen und einen Haken in der Ostwand. Verwenden Sie das Pendel. Jetzt hörst du es. Ich check's nicht. Suche den Weihnachtsbaum. Geh nach Norden. Ich geh nochmal offscreen. Wie soll man auf so eine Idee kommen? Ich muss mich gerade erstmal beruhigen. Ja. Sag was. Hier, das kackt bei mir aber alles mehr und mehr ab, gell? Ja. Mit dem Internet. Jetzt bist du aber wieder besser mit der Qualität. Ja, das kommt dir nur so vor. Also ich höre dich jetzt wieder normal. Und dann müsstest du auch in der Aufnahme normal sein. Ja, aber ich höre dich kaum. Du hörst mich kaum? Ja. Das heißt, ich muss lauter reden? Nein, das liegt nicht an der Lautstärke, das liegt am Internet. Unser Internet hier ist halt echt ätzend. Top. So, und hier nämlich, Leute, da kommt kein gesunder Mensch drauf. Da unten ist ein Mauseloch und deswegen muss ich hier den Käse einsetzen. Ist das ein bisschen schwachsinnig? So ein Scheiß. Und jetzt, ja, kommt wahrscheinlich eine Maus raus, hä? Hallo? Weiß ich, piep einmal! Piep, piep! Hallo, wollen die mich jetzt verarschen? Ja. Was will ich denn jetzt mit dem Käse, den ich da eingesetzt habe? Ja, nix. Ich esse gerade einen Snickers. Ich guck nochmal in der Lösung. Der Hunger ist gegessen. Keine Schleichwerbung.
Die Katze wird stoppen? Welche Katze wird stoppen? Die ist noch nicht einmal gekommen. Wie, wo, was, weiß. Hornbach. Oh, ich habe die Zeit nicht mehr gestoppt, egal. Dann verlassen Sie die nördliche Tür. Ich stopp gerade nochmal die Zeit. Ach, die läuft. Okay. Hier. Nehmen Sie den. Okay, ich hab's. Setzen Sie den Käse auf den Boden neben den Schreibtisch. Dann verlassen Sie die nördliche Tür und sehen, dass die nächste Autotür einen Schlüssel braucht. Speichern Sie das Spiel an dieser Stelle, da das folgende Verfahren nicht beim ersten Mal funktioniert. Also Bug. Oh Gott. Also speichern wir das Ganze einmal ab auf einer anderen Stelle. Gehen hier raus. Registrieren, dass wir hier den Schlüssel nicht einsetzen können, was wir schon längst gecheckt haben. Ne? Ja. Verstehst du mich eigentlich wieder? Verstehst du mich wieder? Ach, da! Da ist die Ratte. Da ist die Ratte. Und jetzt? Ja. Tritt sie um. Ich glaube, die ist verbuggt, oder? Ja. Kannst du die irgendwie erschießen oder so ein Scheiß? Vielleicht hat die Mit mal einen meiner Schlüssel gefressen. Taschenlampe? Nö. Ich lade das, weil das ist wahrscheinlich der Bug. Sonst stehen sie auch nicht in der Lösung. Also nochmal. Hui. Und zurück. Und jetzt dürft ihr mal auskommen. Sie hängt aber wieder, ne? Bugspiel. No, und nu? Na? Alter, will uns die Maus verarschen? Warte mal. Ich hab die Ratte mitgenommen. Das gibt Sinn. Du verdrehst bestimmt gerade die Augen, oder? Was? Du verdrehst bestimmt gerade die Augen. Warum? Weil ich jetzt die Ratte mitgenommen hab. Ja. Und die hier oben drin im Inventar ist. Siehst du sie? Und diese tolle Ratte müssen wir jetzt bei der Maus einsetzen. Oder bei der Katze. Echt? Das finde ich scheiße. Aber die Idee ist nicht so schlecht. Guck. Ah, die kann man aufziehen auf einmal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bis jetzt backt die nur so komisch rum, ne? Bitte? Bis jetzt backt die nur so komisch rum. Naja, Verbuggt. also ich verstehe gerade kaum was. Ja, und ich verstehe das hier nicht. Ich setze sie nochmal ein. Ach doch. Gucken, was passiert. Ich glaube, das ist verbuggt. Ich Ja, setze sie blöd. nochmal ein. Und zwar hier auf der Seite. Wir haben noch nicht einmal einen Apfel gegessen. Mensch. Aber besser als Medipacks, oder? So, und jetzt die Maus nochmal einsetzen. Joa. Was steht denn in der Lösung dazu? Ich kapiere das nämlich nicht so ganz. Ich weiß, ich und Lösung, ne? Ja. Die Katze läuft nach der Ratte. Gehen Sie zurück zur Katze. Verwenden Sie die Ratte als mechanischen Käfer vor dem Regal, in dem sie die Münze bekam. Die Ratte verläuft von Norden nach den Regalen. Die Katze läuft nach der Ratte. Tut sie nicht, deswegen ist das verbuggt und ich lade nochmal. Okay? So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Yay. Einsetzen. Ja, funktioniert nicht so ganz, ne? Ja, blöd, gell?
Was für ein Schwachsinn ist das? Also kommst du jetzt nicht weiter. Es steht in der Lösung. Also muss es so gehen. Jetzt vielleicht. Ja. Die Folge ist sowieso rum. Ich mache einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge mit Lösung des Problems wieder. Bis dann, ciao. Und einen restlichen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Hau rein. Wir sehen uns gleich wieder. Jawohl. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.